Sehr verehrte Damen und Herren, ich soll im Rahmen dieser Tagung der Katholischen Akademie in Freiburg sprechen über die menschliche Sinnfrage vor dem absoluten Geheimnis Gottes. Ich hoffe, dass dieses Thema, so wie ich mir es gewählt und formuliert habe, einigermaßen in die gesamte Tagung hineinpasst. Ich möchte vorwegnehmend und einleitend, damit Sie die Sinnspitze dieses ganzen Vortrags von vornherein gegenwärtig haben, ein kleines Stück aus dem neuesten Buch von Johann Baptist Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, vorlesen. Da heißt es auf Seite 146, der oft allzu unbekümmerte Umgang mit der Kategorie Sinn, speziell auch Sinn der Geschichte, in der Theologie wäre kritisch zu befragen. Sinn ist ja inzwischen zum Lieblingskind der Theologen geworden und wird auch prompt wie alle Lieblingskinder verhätschelt und überschätzt. Wenn schon Theologie nicht auf diese Kategorie, auch nicht in ihrer allgemeinen Fassung, verzichten kann, so darf sie doch nicht vergessen, dass es dabei nicht um einen ungefährdeten Sinn geht, den man aus den ehernen Schatzkammern etwa der Ontologie immer dann unbekümmert abholen könnte, wenn er eigentlich durch die intelligible Kraft des christlichen Handelns selbst eingeführt und beschrieben werden müsste. Es gibt eine weder transzendental noch universalgeschichtlich kompensierbare praktische Sinnvergewisserung. Die theologische Behandlung der Sinnfrage darf sich deshalb auch nicht dazu verführen lassen, Sinn quasi zu verdinglichen, das Problem der Sinnrettung bzw. der geschichtlichen Bedrohung der Sinnreserven einfach zu ignorieren und in apokalyptischer Bewusstlosigkeit zu vergessen, dass der, auf den sich die christliche Sinnerwartung richtet, nicht nur als der Vollender des Reiches Gottes, sondern auch als der Überwinder des Antichrist wiederkommt, sodass gerade auch Christen im Auge zu behalten haben, was Ernst Bloch in Umwendung eines bekannten Wortes von Hölderlin einschärft, wo das Rettende naht, wächst auch die Gefahr. Nun, ich will nicht einfach nun in der Richtung meine Gedanken fortführen, in der Johann Baptist Metz hier andeutet. Das wird er ja vermutlich in seinem Referat nachher selber tun. Aber ich wollte nur sagen, dass eine solche kritische Befragung des Begriffes Sinn nicht jetzt von einer apokalyptischen Haltung her bei mir, sondern von einer simpleren Überlegung her, nämlich vom Bedenken Gottes als des absoluten Geheimnisses her auch eben in Frage gestellt werden soll. Jede Zeit hat von der Eigenart ihrer Situation her gewisse Schlüsselbegriffe, die die Aufgabe und Sehnsucht einer solchen Zeit zusammenfassen. Die Christen werden immer Glaube, Hoffnung, Liebe zu solchen Schlüsselbegriffen zählen, auch wenn sie selber im Lauf der Geschichte des Christentums den Akzent in diesem christlichen Ternar verschieden gesetzt haben. Aber es gibt auch andere solche Schlüsselbegriffe. Logos war ein solcher in der Spätantike. Ordo hat man in der Philosophie und Theologie des Hochmittelalters bei Thomas von Aquin als solchen Schlüsselbegriff empfunden. Aufklärung, Emanzipation aus Selbstentfremdung, Utopie, Hoffnung,
sind solche zentralen Worte, die die menschliche Existenz als Ganze anrufen wollen und uns heutige in den Ohren klingen. Ob solche Schlüsselbegriffe genuin christlichen Ursprungs sind oder mehr von außen kritisch, vielleicht anklagend, auf jeden Fall herausfordernd an das Christentum und die Kirche herantreten, jedenfalls sind die Christen und ihre Theologen dazu aufgerufen, die Verkündigung der christlichen Botschaft mit solchen Schlüsselbegriffen zu konfrontieren, die Botschaft an ihnen und sie an der Botschaft zu messen und so einen geschichtlichen Kairos heraufzuführen, der sowohl dem Christentum und seiner unüberholbaren Botschaft wie der Aufgabe und Sehnsucht der jeweiligen geschichtlichen Stunde Genüge tut. Zu solchen Schlüsselbegriffen mit ihrer evokativen Kraft und ihrer schrecklichen Vieldeutigkeit darf auch das Wort Sinn gerechnet werden. Die christliche Theologie im Dienst der Verkündigung der Kirche ist darum auch aufgerufen, sich diesem Wort zu stellen, dieses Wort kritisch zu befragen und von ihm sich kritisch befragen zu lassen, sich auch mit diesem Wort auf einen Jakobskampf einzulassen, damit aus diesem Kampf Segen entstehe für die nach Sinn fragenden Menschen, wie für die Theologie selbst und damit auch für die Verkündigung. In diesen kurzen Überlegungen von heute kann es sich nicht darum handeln, das würde mehr Zeit erfordern als gegeben ist, alles in der Theologie aufzubieten, um es mit der Sinnfrage zu konfrontieren. Wir beschränken uns vielmehr auf ein einziges Datum der katholischen Theologie, um es mit der Sinnfrage in Beziehung zu setzen. Dieses eine Datum ist die Unbegreiflichkeit Gottes, hier und immer und in alle Ewigkeit. Wir fragen also, was bedeutet es für die Sinnfrage innerhalb einer christlichen Theologie und Verkündigung, wenn wir als Christen die Unbegreiflichkeit Gottes bekennen? Natürlich ist bei einer solchen Frage, so sehr sie sich ausdrücklich auf Sinn bezieht und von der Unbegreiflichkeit Gottes her nach einem Verständnis dieses Wortes Sinn sucht, auch umgekehrt das Wort Unbegreiflichkeit in die Frage gestellt. Es müssen zunächst einige Bemerkungen vorgetragen werden über die Glaubenslehre von der Unbegreiflichkeit Gottes, ohne dass zunächst diese Lehre mit der Sinnfrage konfrontiert wird. Die kirchliche Lehre spricht nicht selten von der Unbegreiflichkeit und Unaussagbarkeit Gottes. Schon in der alten Kirche bei Leo dem Großen taucht das Wort Incomprehensibilis auf, ebenso bei Martin dem Ersten. Im 11. Konzil von Toledo 675 wird gesagt, dass Gott in seiner Wesenheit unaussagbar ineffabilis ist. In dem berühmten Glaubensbekenntnis des 4. Laterankonzils von 1215 wird Gott incomprehensibilis und ineffabilis genannt. Ebenso heißt Gott in der Erklärung des Ersten Vatikanischen Konzils Incomprehensibilis, und es wird von ihm gesagt, dass er über alles, was außer ihm ist und gedacht werden kann, unaussagbar ineffabiliter erhaben ist. Die Unbegreiflichkeit und Unaussagbarkeit Gottes gehören somit wie selbstverständlich in den kirchlichen Glaubensbekenntnissen zu den Attributen Gottes, mit denen deutlich gemacht werden soll, was mit Gott überhaupt gemeint ist. Diese Unbegreiflichkeit Gottes, die schon im Alten Testament gesehen wird, wenn da auch nicht als die seines Wesens, sondern als die seines schöpferischen Handelns mit seiner Welt und ihrer Geschichte, wird im selben Sinn bei Paulus gefeiert,
wenn er nicht nur die gesamte Heilstat Gottes in Christus als Mysterium preist, sondern sie ausdrücklich als unauslegbar und spurenlos bezeichnet, Römer 11, 33. Von da aus hat dann die negative Theologie den Begriff der Unbegreiflichkeit des Wesens Gottes mit Recht entwickelt, im Osten vor allem bei den Kappadoziern und im Westen bei Augustinus. Bei dieser negativen Theologie der Unbegreiflichkeit des Wesens Gottes darf aber, so sehr sie mit im Recht ist, nicht vergessen werden, dass diese Unbegreiflichkeit Gottes auch, und zwar für alle Ewigkeit, für die Verfügungen seiner Freiheit gilt, an welchen sich ursprünglich das Verständnis für diese Unheimlichkeit Gottes überhaupt entzündete. Wenn wir hier die franziskanische Metaphysik der Freiheit und der Liebe, die an sich für unsere Frage gewiss von fundamentaler Bedeutung wäre, überspringen, dann können wir nach den Untersuchungen von Pius Sillars sagen, dass in der mittelalterlichen Philosophie und Theologie die Lehre von der Inkomprehensibilitas Gottes an sich einen ausgezeichneten Ort und Rang bei Thomas von Aquin erhält. Bei ihm ist darüber die Rede nicht so sehr innerhalb einer metaphysischen Charakteristik Gottes, sondern innerhalb der Offenbarungstheologie, in der anthropologischen Eschatologie, der Christologie und der theologischen Hermeneutik. Diese Unbegreiflichkeit Gottes ermöglicht bei Thomas erst eigentlich die Offenbarung Gottes als solche, ohne dass der Mensch Gott wird. Wir verzichten hier darauf, die subtile Theologie der Unbegreiflichkeit Gottes bei Thomas genauer zu entfalten und verweisen für diese genauere Frage über die Unbegreiflichkeit Gottes als Weise eines Verstehens überhaupt und über die Unbegreiflichkeit Gottes auf Thomas und Sillar selbst. Wir dürfen uns hier ruhig mit einem etwas primitiveren Begriff der Unbegreiflichkeit Gottes begnügen, zumal ja die kirchenamtliche und die normale Theologie sich keine allzu große Mühe geben, diesen Begriff selber noch zu klären. Hier sei zunächst nur noch angemerkt, dass nach dieser traditionellen Lehre die Unbegreiflichkeit Gottes selbstverständlich auch in der unmittelbaren Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht bestehen bleibt, also nicht bloß die Eigentümlichkeit der Erkenntnis Gottes im irdischen Leben des Pilgers, sondern auch sein Verhältnis zu Gott in seiner Vollendung der Ewigkeit bestimmt. Wir dürfen uns zunächst mit diesen wenigen und primitiven Andeutungen begnügen, weil wir ja nicht eigentlich über diese Unbegreiflichkeit Gottes in sich selbst, sondern über die menschliche Sinnfrage nachzudenken haben, über diese allerdings, insofern sie mit dieser dogmatischen Lehre des Glaubens über die Unbegreiflichkeit Gottes konfrontiert wird. Es kann selbstverständlich gar nicht anders sein, als dass die religiöse Erfahrung, die Metaphysik und die Theologie immer wieder eine solche Konfrontation vollziehen, dass das Adoro te devote latens detas eine Grundstimmung religiöser Erfahrung und Spekulation ist. Das soll gewiss nicht bestritten werden. Aber dennoch wird man sagen dürfen, dass in der kirchenamtlichen Lehre und in der traditionellen Schultheologie die Unbegreiflichkeit Gottes eine der Eigenschaften Gottes neben vielen anderen ist, als Einzelthema tradiert wird, aber eigentlich doch für das Ganze der Lehre von Gott und unseres Verhältnisses zu ihm keinen wirklich systematisch durchherrschenden und alles andere mittragenden Rang einnimmt. Wenn man schon sehr viel und vielerlei über Gott
und unser Verhältnis zu ihm in Natur und Gnade gesagt hat, dann wird auch noch hinzugefügt. Gott sei unbegreiflich. Man redet über Gott, seine Existenz und seine Erkennbarkeit, sein Verhältnis zu uns in Natur und Gnade, ohne dass im ersten Ansatz schon für das Verständnis des Wesens Gottes und für die Eigentümlichkeit einmaliger Art dieses Wesens die Unbegreiflichkeit Gottes von vornherein immer und überall mitbestimmend ist. Ferner, wenn man die unmittelbare Anschauung Gottes als das eine eigentliche und allein erfüllende Ziel des Menschen preist, wenn man betet, ut de revelata facie, cernens facie, visu symbiatus tue glorie, dann hat man praktisch doch vergessen, dass diese Seligkeit ewiger Klarheit, das Kommen vor die Unbegreiflichkeit Gottes in Unmittelbarkeit ist. Man sagt dann hinter dem Preis des lauteren unendlichen Lichtes der ewigen Gottheit, das sich endlich in Geist und Herz der Kreatur senkt und alle irdische Nacht für immer vertreibt, hinterdrein und als leise gesprochene Anmerkung, dass Gott natürlich auch da unbegreiflich bleibe. Aber man empfinde diese Unbegreiflichkeit dann doch eher als ein Randphänomen, als einen Tribut an die eigene endliche Kreatürlichkeit bei einer Seligkeit als dem Genuss des an Gott Gesehenen und Begriffenen. Die Unbegreiflichkeit Gottes ist nicht das Gesehene, sondern das Nichtgesehene, von dem man eigentlich nur wegblickt. Wenn die natürlich im Christentum nirgends geleugnete Unbegreiflichkeit Gottes in dieser doppelten seltsamen Weise missverstanden wird, wenn auch nur unreflex und unthematisch und im Grunde gegen den eigentlichen Sinn dieser Unbegreiflichkeit, dann ist es nicht mehr verwunderlich, dass in der traditionellen Behandlung der Sinnfrage das Thema der Unbegreiflichkeit Gottes nicht wirklich hart und deutlich vorkommt. Dieses Vergessen der Unbegreiflichkeit Gottes dort, wo man bei uns Gott als letzte, einzige, alles erhellende Antwort auf die radikale Sinnfrage des Menschen rühmt, scheint mir manifest zu sein. Für uns wandelt der Mensch, der Gott nicht kennt, in Finsternis, im Lichte aber der, der Gott erkennt und ihn in das Kalkül seines Lebens einsetzt als den Posten, der alle Rechnungen aufgehen lässt. Gott wird von uns gepriesen als der eine, umfassende, alle Ratlosigkeiten letztlich auflösende Sinn unserer Existenz, in den alle partiellen Sinnerfahrungen erst ihren rechten Platz und ihre Integration finden. Gott klärt auf, verbindet, ordnet ein, löst Dissonanzen, ist die selig in sich selbst in reiner Einheit weilende Zufluchtsburg, in der wir über alle Unversöhntheiten des Lebens und der Erkenntnis hinweg flüchten dürfen. Er ist für uns das Licht, der ewige Friede, die Versöhnung, die Einheit schlechthin, der Punkt, und zwar für uns erreichbar, von dem aus alle die fürchterlichen Dissonanzen der Natur und der Geschichte in einer reinen, sinnvollen Harmonie zusammenklingen. Er ist der Sinn schlechthin, und wenn wir diesen an sich natürlich richtigen Satz sagen, dann denken wir unwillkürlich Sinn nach unserem Sinn, also als das Durchschaute, das Verstandene, das Verfügte, das von sich aus uns rechtfertigt und sich in unsere Hand, in unsere Verfügung gibt, damit endlich der Schmerz der Sinnlehre der unbeantworteten Frage aufhöre.
Alle diese Beschwörung Gottes als der einen und umfassenden Antwort auf die eine und ganze unendliche Frage, die der Mensch ist, soll wahrhaftig nicht verworfen werden. Es gibt partielle Sinnerfahrung, so schwer es sein mag, reflex zu sagen, was mit Sinn eigentlich gemeint ist. Und alle diese partiellen Sinnerfahrungen weisen auf einen im Unendlichen liegenden Punkt hin, an dem sich die partikulären Sinnerfahrungen treffen, in ursprünglicher Einheit schon vorweggenommen und untereinander versöhnt sind, so dass wir diesen ursprünglichsten, alles einenden, utopischen und gerade so realen Sinn schlechthin mit Recht Gott nennen. Aber wenn wir so mit der letzten Kraft des Geistes und des Herzens, der Theorie und der Praxis das Höchste ahnen und verlangen, stürzen wir dann nicht wieder von der höchsten Höhe unserer Existenz in den leersten Abgrund der Sinnlosigkeit, wenn wir von diesem Höchsten sagen, er sei unbegreiflich? Wie kann das Unbegreifliche und Namenlose der Sinn sein, den wir haben und finden? Man kann doch nicht diese Unbegreiflichkeit als eine Eigentümlichkeit Gottes verstehen, die er auch hat neben den anderen Eigenschaften, die von jener verschieden, dann die Fülle des Sinnes abgeben, nach dem wir verlangen. Eben diese anderen Eigenschaften Gottes, die wir als den Sinn unserer Existenz erklären, sind unbegreiflich. Diese Unbegreiflichkeit ist nicht eine Eigenschaft Gottes neben anderen, sondern die Eigenschaft seiner Eigenschaften. Und so bleibt die Frage, wie dieser Unbegreifliche unser Sinn sein könne. Zur Vorsicht muss hier an dieser Stelle noch eine spezifisch-theologische Anmerkung gemacht werden. Man kann auf dem Boden des christlichen Glaubens nicht sagen, Gott sei nur insofern Garant und Inhalt des Sinnes unserer Existenz, als er schöpferisch ein Endliches bewirke, das, formaliter wie die Scholastiker im Unterschied zu effizienter sagen würden, einerseits unsere Sinnerfüllung bedeute und das andererseits, weil endlich und so nicht unbegreiflich, der scheinbar unüberwindlichen Ausweglosigkeit entgehe, in die wir geraten sind. Ein solcher Ausweg ist unmöglich, weil für den christlichen Glauben nicht eine endliche, wenn auch von Gott geschaffene Wirklichkeit, sondern Gott an sich selber in Unmittelbarkeit Ziel und Sinnerfüllung des Menschen, wenn auch aus reiner Gnade ist. Zur Verdeutlichung dieser Schwierigkeit muss überdies noch hinzugefügt werden, dass diese Unbegreiflichkeit selbstverständlich nicht nur jene Eigentümlichkeiten Gottes radikal bestimmt, die ihm an und für sich selber zukommen, sondern auch seine auf uns hin relativen Eigenschaften, die Entschlüsse also seiner Freiheit, seiner Gerechtigkeit, seiner Barmherzigkeit, seiner Treue und so fort. Wenn wir nicht auf diese gewissermaßen für uns selber existenziell entscheidenden Eigenschaften Gottes, die relativ zu uns sind, sofort und im ersten Ansatz schon als unbegreiflich verstehen, ist eine solche Aussage von vornherein verfehlt und trifft den wirklichen Gott überhaupt nicht. Werden wir aber dieser Einsicht wirklich gerecht, wenn wir in einer apologetischen Theodizee des furchtbaren Weltenlaufes und der Schrecklichkeit der Menschheitsgeschichte zu schnell und salbungsvoll sagen, im Himmel werde uns der gute Sinn des Weltenlaufes und der Menschheitsgeschichte in strahlender Klarheit aufgehen? Vergessen wir dann nicht, dass auch gerade, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, er auch in seiner Freiheit
in der er die Weltgeschichte verfügt, der Unbegreifliche ist und bleibt. Und gerade diese Unbegreiflichkeit, an der wir hier leiden, dort erst recht mit schrecklichem Glanze erstrahlt, gilt, wenn wir die Unbegreiflichkeit der Entscheidungen des freien Gottes ernst nehmen, nicht erst recht für den Himmel, was der Psalmist 94,6 in der Vulgata betet, kommt, lasst uns anbeten und niederfallen und weinen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Sagt nicht Paulus gerade von dem freien Heilshandeln Gottes, seine Gerichte seien unbegreiflich und seine Wege unerforschlich? Ist das nur wahr, solange wir noch auf diesen Wegen pilgern, oder gilt es nicht erst recht, wenn wir ans Ende dieser Wege angekommen sind? Es ist nicht so einfach, bei der Sinnfrage an Gott zu appellieren und dabei zu meinen, es sei dann alles klar, alle Finsternis aufgelichtet, alle Probleme gelöst, aller Sinn in reiner Fülle herbeigerufen, wenn man das Wort Gott nennt. Man könnte, wenn man dieses Wort wirklich versteht, fast ebenso gut sagen, dieses Wort verbiete jetzt und in alle Ewigkeit in irgendeiner Wirklichkeit einen solchen Sinn zu suchen und zu finden meinen, der für uns ergreifbar und durchschaubar ist. Was sollen wir sagen? Eines ist sicher, wenn wir die Sinnfrage stellen und zu beantworten suchen unter dem neuzeitlichen Erkenntnisideal, nachdem Erkenntnis erst dann zu ihrem Wesen und Ziel kommt, wenn sie durchschaut und so das Erkannte beherrscht, wenn sie auflöst in das für uns Fraglose und Selbstverständliche, wenn sie nur mit klaren Ideen arbeiten will und die Bedingungen der Möglichkeit ihrer selbst bis zum Letzten reflektieren will, wenn sie sich selber als autonom die Grenzen dessen setzen will, was sie angeht und was nicht, wenn sie über das schweigen will, worüber man nicht klar reden kann, wenn ihr Interesse nur den funktionalen Zusammenhängen der Einzelheiten ihrer Erfahrungswelt gilt, kurz, wenn das neuzeitliche Erkenntnisideal als selbstverständlich und keiner Rechtfertigung bedürftig herrscht, dann kann das Wort von der Unbegreiflichkeit Gottes nur noch als Todesurteil über die Sinnfrage verstanden werden, wobei es dann gleichgültig ist, wie man bei diesem Verbot einer universalen Sinnfrage mit dem Leben fertig werden will. Wenn wir somit einerseits die universale Sinnfrage auf Gott hin aufrechterhalten als unausweichlich und legitim, und wenn wir andererseits das Wort von der Unbegreiflichkeit Gottes nicht nur irgendwo innerhalb des theologischen Systems auch aussagen, sondern seine Macht über alles andere anerkennen und es mit der Sinnfrage konfrontieren, dann scheinen uns vor allem zwei Fragen zu stellen zu sein. Erstens, wie muss grundsätzlich und von vornherein das Wesen der menschlichen Erkenntnis gedacht werden, damit sie die Frage nach der Unbegreiflichkeit Gottes überhaupt stellen kann, damit deutlich wird, dass sie das Befasstsein mit der Unbegreiflichkeit Gottes sich nicht von vornherein verbieten darf. Zweitens, wie muss genauer der Akt des Menschen gedacht werden, in dem der Mensch die Unbegreiflichkeit Gottes vorlassen kann, ohne an dieser Unbegreiflichkeit zu zerbrechen oder sie als für ihn selbst gleichgültig beiseite zu schieben? Diese beiden Fragen hängen natürlich eng miteinander zusammen, sind aber nicht einfach identisch.
Die zweite Frage macht deutlich, dass die Erkenntnis als solche sich selber überschreiten, sich in das Ganze der menschlichen Existenz hinein aufheben muss, wenn sie vor die Unbegreiflichkeit Gottes gerät. Dass die Beantwortung dieser beiden Fragen etwas mit der angemessenen Stellung der Sinnfrage und ihres Verständnisses zu tun hat, ist ohne weiteres klar. Absoluter Sinn gibt es nur in Gott für uns, und darum kann diese Sinnfrage nur recht verstanden und beantwortet werden, wenn immer gleichzeitig an Gottes Unbegreiflichkeit und darum an die beiden Fragen gedacht wird, die wir eben formuliert haben. Natürlich können hier zu diesen beiden Fragen nur ein paar Andeutungen vorgetragen werden, die von der Sache selbst immer wieder überfordert sind. Erste Frage: Wie muss die Erkenntnis selbst im ersten Ansatz gedacht werden, damit sie überhaupt mit der Unbegreiflichkeit Gottes etwas zu tun haben kann? Wenn die Erkenntnis, die Vernunft, schon im ersten Ansatz das Vermögen der Einzelwirklichkeiten des Bewusstseins und ihrer gegenseitigen funktionalen Verknüpfungen wäre, dann könnte die Unbegreiflichkeit Gottes weder als Frage noch als Aussage zur Gegebenheit kommen oder müsste von ihr von vornherein als Unbegriff wie der eines viereckigen Kreises abgelehnt werden, verworfen werden als ein Wort, unter dem man nur scheinbar sich etwas denken kann. Der erkennende Geist des Menschen kann nicht so gedacht werden, dass er bloß im Lauf seiner Unternehmungen auch einmal auf das stößt, was man Gott nennt, und diesem zufälligen Gegenstand dann auch noch das Prädikat Unbegreiflichkeit zuerteilt, als eine Eigenschaft, die diesem zufällig entdeckten Einzelgegenstand der Erkenntnis neben anderen Eigenschaften auch noch zukommt. Wird die Vernunft des Menschen so neuzeitlich, so aposteriorisch, so positivistisch, so funktionell begriffen, dann kann diese Vernunft nie das Vermögen der Erkenntnis der Unbegreiflichkeit Gottes sein. Schon nicht, weil Gott selbst nicht so ein partikulärer Einzelgegenstand unter den übrigen Gegenständen des Bewusstseins sein und gedacht werden kann, und weil eine Vernunft, die es schlechthin zunächst mit dem durch funktionale Zusammenhänge Bestimmbaren zu tun hat, es nicht hinterdrein mit etwas zu tun bekommen kann, das solcher so gedachten A Priorität möglicher Bewusstseinsgegenstände schlechthin widerspricht. Die Vernunft muss ursprünglicher verstanden werden, gerade als das Vermögen des Unbegreiflichen, als Vermögen des Ergriffenwerdens durch das immer Unbewältigbare, ursprünglich nicht als Vermögen des Begreifens, das bewältigt und untertan macht. Die Vernunft muss verstanden werden als, um mit Thomas von Aquin zu sprechen, Vermögen des Exzessus, als Vorgang in das Unumgängliche. Wenn die Vernunft nicht von vornherein als das Vermögen der Unbegreiflichkeit, des unauslotbaren Geheimnisses, als das Innewerden des Unaussagbaren begriffen würde, dann käme alle nachträgliche Rede von dieser Unbegreiflichkeit Gottes zu spät, stieße auf taube Ohren, könnte nur als Anzeige eines nur vorläufigen Restes an Gegenständlichkeit und Verständlichkeit verstanden werden, der von der alles verzehrenden Vernunft noch nicht aufgearbeitet ist, es aber über kurz oder lang sein wird. Nun ist aber tatsächlich die Vernunft dieses Wesens,
auch wenn sie immer gerne Halt macht und verweilt bei dem klar Begriffenen und Umgriffenen, auch wenn sie immer vergisst, woher die klare Helle ihrer Einzelerkenntnisse herkommt. Sie hat ja jeden Gegenstand, wenn sie ihn ergreift und begreift, immer schon überschritten in eine Unendlichkeit hinaus, die als die nicht durchmessene da ist, gerade aber so und nicht anders. Sie ergreift den Einzelgegenstand immer, indem sie auch schweigend weiß, dass er immer mehr ist und bleibt, als was von ihm ergriffen ist. Sie ortet den einzelnen Gegenstand innerhalb von Bezugssystemen, die sie selber nicht genau fixiert und bestimmt hat, und in denen eine solche Einzelwirklichkeit einen Ort hat, ohne auf ihn schlechthin und für immer festgelegt zu sein. Sie denkt immer mit dem schlechten Gewissen, das, wenn gegeben und angenommen, das gute Gewissen ist, dass sie ihre eigenen Voraussetzungen selber nie adäquat verstanden und legitimiert hat, dass sie sich auf ihre Einzelerkenntnisse, obwohl dies doch die Voraussetzung dafür wäre, dass sie sich auf ihre Einzelerkenntnisse unbedingt verlassen kann. Sie erkennt, und jede Erkenntnis, die ein Einzelnes aussagt, ist begleitet mit dem unheimlichen Innewerden ihrer Vorläufigkeit. Nur weil wir nicht wissen, können wir etwas zu wissen versuchen. Nur weil wir ins Unbeantwortete hineinfragen und so letztlich ins Unsagbare, können wir Antworten hören, die, je besser sie sind, umso mehr Fragen aufwerfen. Das Begreifen wollen und damit die umgreifen wollende Frage überhaupt in all dem, das Rationale immer schon Rechenschaft fordernde Subjekt, stellen sich bei jeder Antwort nochmals selber in die Frage, sodass die Unbegriffenheit die Unbegreiflichkeit wird und die grenzenlose Frage der einzige Ort wird, indem die Frage selbst Antwort wird, die Heimat, in der die Unbegreiflichkeit schlechthin Gott genannt wohnt und allein uns birgt. Wenn man das immer schon Hinaussein über den einzelnen Erkenntnisgegenstand als Bedingung der Möglichkeit seiner Erkenntnis, weil es nirgends Halt machen kann, als Finsternis empfinden will, dann kann man getrost sagen, dass diese Finsternis die Bedingung des Lichtes ist, das einen einzelnen Gegenstand erhält. Dann kann man sagen, dass nur im Fall in einen unauslotbaren Abgrund das Einzelne ergriffen wird, an dem wir meinen, uns festhalten zu können. Kurz, die schlichte Tatsache, dass in jeder Erkenntnis unweigerlich neu bejaht wird, dass nämlich jede Einzelerkenntnis nur innerhalb eines unendlichen Prozesses möglich ist, der von uns aus nie beendet ist, sagt immer aufs Neue, dass das Begriffene vom Unbegreiflichen und das Begreifen vom Walten der Unbegreiflichkeit lebt. Man kann solches, wenn man will, als müßige Dialektik und billige Paradoxie abtun, mit der Aufforderung, sich an das Klare und Greifbare zu halten. Man kann aber solches auch nur in der rationalistischen Theorie tun und gerät in der Bitterkeit des scheiternden Lebens, ob man will oder nicht, doch immer wieder in diese Grenzerfahrungen hinein, sodass man dann sich höchstens die Frage stellen kann,
ob das jenseits des Feldes klarer Erkenntnisse und autonom durchführbarer Pläne der Sturz in eine bodenlose Sinnlosigkeit bedeute oder das Aufgefangenwerden durch eine bergende, uns und unsere Frage schlechthin uns abnehmende Unbegreiflichkeit. Damit kommen wir zu unserer zweiten Frage, die wir uns gestellt haben und die natürlich mit der ersten unmittelbar zusammenhängt. Wir fragten bisher nach der erkennenden Vernunft und haben sie im Voraus zu ihrer festlegend begreifenden Funktion als das Vermögen des Kommens vor die Unbegreiflichkeit selber bestimmt. Weil dies die ursprüngliche Bestimmung der erkennenden Vernunft selber ist und nicht nur ein sie unversehens treffendes Endschicksal ihres Ganges, darum sind wir keine Irrationalisten, denn dieses ursprüngliche Ausgesetztsein in die Unbegreiflichkeit Gottes hinein ist ja gerade als Bedingung der Möglichkeit der begrifflich feststellenden, abgrenzenden und unterscheidenden Erkenntnis erfasst. Aber wenn wir die Vernunft so beschreiben, sind wir doch auch schon über sie hinausgelangt, haben wir, gerade um ihr Wesen selber ursprünglich zu bestimmen, sie auf ein größeres und umfassenderes hin überschritten, weil, wer an Gott glaubt, kann das letztlich nicht bezweifeln, Wesenserfassung immer letztlich nur in einer Wesensüberschreitung möglich ist. Und so müssen wir nun die zweite Frage stellen, die wir uns vorgenommen haben. Wie muss genauer der Akt des Menschen gedacht werden, indem der Mensch die Unbegreiflichkeit Gottes vorlassen kann, ohne an dieser Unbegreiflichkeit zu zerbrechen, oder sie als für ihn selbst gleichgültig beiseite zu schieben? Bevor wir diese Frage genauer zu beantworten versuchen, seien ein paar Vorbemerkungen gemacht, um die Antwort auf diese Frage von vornherein gegen Einwände und Missverständnisse zu schützen. Mit Thomas von Aquin sind wir durchaus der Überzeugung, dass sich Erkenntnis einerseits und Wille als Freiheit und Liebe andererseits unterscheiden lassen als Vermögen, die aber einer letzten substanziellen Einheit des Menschen als verschiedene entspringen und in dieser Einheit zusammengehalten werden, in einer Art Perichorese, um einen Begriff der Trinitätstheologie analog zu verwenden. Gleichzeitig aber sind wir der Überzeugung, dass Thomas das Tiefste über die Verschiedenheit dieser beiden Vermögen untereinander nicht da entwickelt, wo er sie voneinander abgrenzt und daraus Folgerungen zieht, wie etwa die, dass das eigentliche Wesen der seligen Schau Gottes im Vollzug des Intellekts als solchen bestehe, sondern dort, wo er der Sache nach die Einheit und das gegenseitige Bedingungsverhältnis, wenn auch in einer Ordnung analog der, die in der Trinität Gottes gegeben ist, in einem gegenseitigen Bedingungsverhältnis der Transzendentalien, Verum und Bonum behandelt. Wenn wir diese Metaphysik dieser Transzendentalien in ihrer Einheit und in ihrem gegenseitigen Bedingungsverhältnis und in ihrer Unterschiedenheit bedenken und ernst nehmen, dann können wir auch gutermaßisch auf unsere Frage antworten. Dieser Akt, in dem der Mensch die Unbegreiflichkeit Gottes und damit den umfassenden Sinn seines Daseins vorlassen und annehmen kann, ohne daran zu zerbrechen und ohne davon wegzufliehen in die Banalität seines klaren Wissens und eines nur auf solchem durchschauten und manipulierten, lierenden Wissen beruhenden Sinnverlangens,
ist der Akt der sich selbst Weggebenden und sich eben dieser Unbegreiflichkeit als solcher anvertrauenden Liebe, in der die Erkenntnis sich selbst zu ihrem Überwesen überbieten, erst bei sich selber ist, indem sie Liebe wird. Man mag diesen Satz, den wir noch zu erläutern haben, paradox finden, aber er drückt nur die Paradoxie der letzten Einheit der verschiedenen Vermögen des Menschen aus, in der jedes Vermögen letztlich doch nur trotz seiner Unterschiedenheit von den anderen zu sich selber kommt, wenn er sich in das andere hinein aufhebt und in der das Ganze mit Recht nach dem letzten Moment in der Ordnung dieser Momente benannt wird, so ähnlich wie wenn wir sagen, Gott ist Geist und ihn so mit dem Namen seiner dritten Subsistenzweise benennen. Wir können die Antwort, die wir auf diese zweite Frage geben, uns gewissermaßen auf einem etwa gegenläufigen Weg verständlich machen, indem wir fragen, wie muss der Akt beschaffen sein, indem es der Mensch als Vernunft vor der Unbegreiflichkeit Gottes aushalten kann. Diese Unbegreiflichkeit nicht als die unendliche Mauer empfindet, die das kleine Feld seiner Seligkeit von allen Seiten eingrenzt, so dass er auf diesem kleinen Bezirk des Glückes nur selig sein zu sein vermag, indem er ängstlich seinen Blick senkt, um ja nicht diese in alle Himmel ragenden Mauern sehen zu müssen. Wie muss der Akt benannt werden, wenn es ihn überhaupt geben soll, indem das Vorkommen des unbegreiflichen Geheimnisses in seiner unerbittlichen Eindeutigkeit und Endgültigkeit selber ewige Seligkeit bedeutet und nicht ihre doch wieder alles zunichte machende Grenze? Wir können nur antworten, wenn es diesen Akt überhaupt gibt, wenn es ihn gibt, weil wir auf ihn gar nicht verzichten können, wenn wir für ihn aus dem Bereich unserer letzten Erfahrungen heraus einen Namen suchen, dann können wir nur sagen, Liebe. Freilich muss dann gerade das, was wir Liebe nennen, nicht von irgendwoher sonst bestimmt werden, sondern von der Erfahrung her, die wir im Vorkommen und Annehmen des unbegreiflichen Geheimnisses machen. Liebe ist im Letzten gerade die Annahme der Unbegreiflichkeit, die wir Gott in seinem Wesen und seiner Freiheit nennen, als bergende, als für uns immer gültig bejahte, als uns annehmende. Aber dieses Wesen der Liebe Gottes, das sich gerade und letztlich nur in der Annahme seiner Unbegreiflichkeit als beseligende und nicht als vernichtende enthüllt, ist uns dann doch auch wieder von den kleinen Erfahrungen her zugänglich, die wir sonst von personaler Liebe machen. Geschieht nicht dort, wo ein Mensch dem anderen in wirklich personaler Liebe begegnet, eine Annahme des Nicht-Durchschauten, dessen an der anderen Person des Geliebten, dass man sich nicht selber erkennend und so beherrschbar untertan gemacht hat, ist nicht personale Liebe das Vertrauende, die vertrauende Weggabe ohne Rückversicherung an die andere Person, gerade insofern diese die freie, unkalkulierbare ist und bleibt? Soll nicht gesagt werden, dass im eigentlichen univoken Sinne die absolut einmalige Liebe zu Gott subsumiert werden könne unter eine uns ohne weiteres erfahrbare zwischenmenschliche Liebe? Die beiden Größen haben nur eine analoge Übereinkunft, also so, dass mitten in der Übereinkunft immer aufs Neue
die größere Verschiedenheit aufbricht. Aber eine Ahnung unseres Verhältnisses zu Gott gibt uns die zwischenmenschliche Liebe eben doch und berechtigt uns zu sagen, dass der Akt, in dem das Subjekt sich selber und seine auf sich bezogenen Ansprüche lassend, sich dem unbegreiflichen und ewig unbegreiflich bleibenden Geheimnis übergibt, am besten doch Liebe genannt werden kann, weil Erkenntnis rein als solche selber in unserem alltäglichen Erfahrungsbereich, wenn auch nicht in ihrem letzten Wesen, den Charakter des Sich-Aneignens und der Beherrschung des Erkannten an sich trägt, während dies auch bei echter zwischenmenschlicher Liebe schon im Bereich des im empirischen Kreis des Lebens nicht der Fall ist. Dabei bleibt wahr, dass im Akt des gelassenen und sich selber lassenden Übereignens des Subjekts an die Unbegreiflichkeit Gottes als solche, die dann nicht mehr Begrenzung, sondern gerade den Inhalt unseres Verhältnisses zu Gott ausmacht, erst eigentlich das ursprünglichste Wesen von Liebe aufgeht, von der die zwischenmenschliche Liebe nur ein kreatürlicher Abglanz ist. Gewiss ist das Verhältnis zwischen dem Grundakt des Menschen der Unbegreiflichkeit Gottes gegenüber, insofern dieser Akt Erkenntnis ist, noch nicht wirklich genügend bestimmt. Aber wie schon angedeutet wurde, wäre diese letzte Verhältnisbestimmung nicht auf der Ebene einer Vermögenslehre bei Thomas vorzunehmen, sondern mittels einer Lehre der Transzendentalien wahr und gut und deren Verhältnis zueinander. Denn nur so kann deutlich werden, dass die Liebe, vielleicht würden wir heute auch sagen, die Freiheit, die Praxis, auch die Bedingung der Erkenntnis des Wahren, der Theorie sein kann und sein muss, sodass eben dieses Verhältnis einer Perichorese dieser beiden Transzendentalien vor der Unbegreiflichkeit Gottes zu seinem radikalsten Wesensvollzug kommt. Wir müssen zu einem Ende kommen. Wir haben scheinbar in unseren Überlegungen über den Akt der Annahme der Unbegreiflichkeit Gottes die menschliche Sinnfrage aus dem Auge verloren. In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Dies soll noch durch ein paar Schlussbemerkungen deutlicher werden. Wir setzen voraus, dass, so sehr es partikuläre Sinnerfahrungen im Bereich der menschlichen Empirie unmittelbar und im Voraus zur Gottesfrage gibt, die totale Sinnfrage positiv nur mit dem beantwortet werden kann, was wir Gott nennen, wobei die Erfüllung der menschlichen Sinnfrage nicht bloß durch Gott garantiert und schöpferisch bewirkt wird, sondern in einer gnadenhaften Selbstmitteilung Gottes in seiner eigensten Wirklichkeit besteht. Diese die Sinnfrage erst radikal beantwortende Selbstmitteilung Gottes ist und bleibt aber vom Menschen her gesehen das unmittelbare Kommen vor die Unbegreiflichkeit Gottes, die selbst, damit im Ernst und ohne Abstrich von wirklicher Erfüllung, ohne Resignation die Rede sein kann, selber nicht als Grenze, sondern als Inhalt der seligen Sinnerfüllung gedacht und realisiert werden muss. Wenn dem aber so ist, dann muss die konkrete Weise der Verheißung einer letzten Sinnerfüllung in der christlichen Verkündigung dem auch wirklich entsprechen. In dieser Verkündigung darf kein Gott angeboten werden, der insgeheim dem menschlichen Egoismus untertan wäre, auch nicht,
dem sublimen Egoismus seiner Rationalität. Der Gott der Sinnerfüllung muss verkündet werden als der, der die Rechnungen unseres Lebens sprengt, der gerade nicht der letzte Posten in diesem Kalkül ist, der unsere Rechnungen für uns durchschaubar aufgehen lässt. Unsere Verkündigung muss den Mut haben zu sagen, dass die letzte Sinnfrage nur dann richtig gestellt ist, wenn sie die Frage der freien Liebe ist, die sich loslassen und das Unbegreifliche als das wunderbar und selig Selbstverständliche erleben kann. Die Sinnfrage muss als Frage schon unerbittlich selber geläutert werden, indem ihr die Unbegreiflichkeit Gottes entgegenkommt und sie selber in die Frage stellt, ob sie es vermag, sich als Frage nach einer Unbegreiflichkeit zu verstehen, die selig macht, oder ob sie insgeheim, weil letztlich ein dritter Sinn nicht möglich ist, die Unbegreiflichkeit Gottes nur als ein anderes Wort für die leere Absurdität des Daseins verstehen will. Hier bei dieser Frage ist objektive Erkenntnis und letzte freie Entscheidung nicht mehr zu trennen. Und eben dies muss die Verkündigung als mit jeder Theorie von Anfang an unweigerlich gegeben deutlich machen, klar machen, dass auch die Erkenntnis selbst gut oder böse ist, je nachdem sie die Unbegreiflichkeit der Existenz, die von der Unbegreiflichkeit Gottes herkommt, als selig machend oder als im Letzten abscheulich verstehen will. Die heutige Verkündigung ist, gerade wenn sie Gott als letzte Antwort der Sinnfrage preist, in Versuchung, Gott zum kleinen Mittel des kleinen Menschen zu machen, Gott nur das zu erlauben, was dem kurzsichtig egoistischen Menschen für sich selber brauchbar erscheint, ohne radikal zu begreifen und zu verkünden, dass der Mensch nur selig werden kann mit einem Gott, der unbegreiflich größer ist als er selber und gerade dadurch die wahre Seligkeit des Menschen. Wo redet heute die christliche Verkündigung deutlich und hart genug vom Gott der Gerichte, der ewig unbegreiflichen Wege und Entschlüsse seiner Freiheit? Gewiss ist das Christentum die Verkündigung des Sieges der Gnade von Gott her und nicht eigentlich bloß das ambivalente Angebot von zwei Möglichkeiten an die Freiheit des Menschen, der Seligkeit und der ewigen Verlorenheit. Aber eben diese Botschaft, dass Gottes gnädige Freiheit mächtiger ist als die Freiheit des Menschen und diese immer schon überholt hat, ohne sie aufzuheben, wird nur richtig verstanden, wenn sie selber noch einmal gehört wird als Ereignis der Unbegreiflichkeit der Freiheit Gottes und nicht als eine selbstverständliche Einsicht, in der wir die Gerichte Gottes doch überlisten, wenn sie gehört wird als Appell an die Freiheit des Menschen, sich bedingungslos der Unbegreiflichkeit Gottes ohne Vorbehalt und ohne Rückversicherung anzuvertrauen, weil darin allein die Freiheit frei und selig wird. Der Rekurs auf Gott als Antwort auf die Sinnfrage des Menschen als totale ist richtig und unerlässlich. Dieser Rekurs würde aber zur Schaffung eines menschlichen Götzen, wenn er nicht den Menschen sich selbst lassend, sich anvertrauend, so und nur so selig kommen ließe vor die Unbegreiflichkeit Gottes.
Thank you.